So, hallo, weiter geht's. Hier liegt ein 10-Cent-Stück. So, ich hatte ja gespeichert gerade. Ja, logischen Schnitt gemacht, ne? Und das Monster, was jetzt hier ist, das ist dasselbe wie gerade unten an der Treppe. Ich weiß nicht, das ist bei solchen Spielen vielleicht einfach mal so. Hier brauchen wir diese Schallplatte. Und den Schlüssel. Ja, schöne Boxen hat er. Da gibt's, also zu den Boxen jetzt, gibt's sogar auch eine Geschichte zu. Das hat was mit diesem Kino THX Lucasfilm-Kram zu tun. Da ist so eine kleine Anspielung darauf, dass man da solche Boxen für braucht. Weiter. Hier können wir trainieren. Und danach sind wir so stark, dass wir verrostete Gitter abreißen können und Garagentore öffnen. Und ich mach das ja, zweimal, weil man sagt, dass wenn man das nur einmal macht, auch nur einmal funktioniert, dann also ich weiß nicht genau, ob es stimmt oder ich habe genug. Ein Badezimmer. Ziehe Vorhang. Das kann ich nicht bewegen, das ist doof. Was machen wir dann? Öffne Vorhang. Ah ja. Ja. Da steht eine Telefonnummer. Können wir noch nicht dran. Fertig hier. Hier ist ein Farbfleck an der Wand. Dafür brauchen wir den Farbentferner. Den haben wir noch nicht. Also. Auf nach unten zur Garage. Diese Tür hier ist im Original übrigens so eine Art Kopierschutz, wo man dann halt eine Nummer eintippen muss. Die steht im Handbuch, soweit ich weiß. Öffne Garagentür. Es klingelt. Katzin? Nimm Wasserhahngriff. Okay. Benutze, das ist der Autoschlüssel, das ist der aus dem Musikzimmer da oben gerade. Bing. Nimm Werkzeug. Ja, das Spiel ist halt so gemacht, dass man jetzt halt von der letzten Ecke bis zur anderen letzten Ecke laufen muss. Nur für einen Teil. Okay, er hat sein Paket bekommen. Das ist in unserem Fall jetzt eigentlich egal. Normalerweise, also was heißt normalerweise, bei den anderen Lösungswegen müssten wir das dann abzocken, weil wir brauchen die Briefmarke davon. Ich hoffe, er ist weg.
Ja. Bernard. Oder Bernard, das sind ja englische Namen eigentlich. Ja, da oben. Da ist ein Schlüssel. Der hilft zum. Ja, damit, wenn man den hat, kann man halt aus dem Verlies raus. Das ist gut, das finde ich wichtig. Das können wir noch eben machen. Machen wir auch. Dunkel. Kennen wir schon. Benutze Lampe. Hell. So, und jetzt guckt euch das mal an. Selbst in Tomb Raider erkennt man, wenn man irgendeine Kiste wegschieben müsste. Obwohl, das ist doof, weil wenn ich jetzt hier mit dem Kreuz lang gehe, dann... Oh, lose Platte. Benutze lose Platte. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, Bernhard kann lose Platten bewegen. Wir machen das mit Bernhard. Bernhard ist cool. Nee, ja. Bernhard. Bernhard. Ziehe Klappe. Das geht ja sogar. Ja, okay. Nimm Kassette. Gib Kassette. Dave. Repariere. Repariere Telefon. Ziehe Telefon. Es geht nicht. Was? Es geht nicht. Du kannst reden? Er hat eine Sprachausgabe, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Warum kann keiner reden? Bernhard kann reden. Ja, wir haben ja vorhin diesen Tentakel, diese Platte geklaut. Und da ist hervorragende Musik drauf. Jetzt wird's mal eben tricky. Rein. Benutze Schallplatte mit Grammophon. Benutze Kassettenrekorder. Er nimmt auf. Benutze Grammophon. Bam! Die Vase ist kaputt. Das ist, ja, schade, aber nicht schlimm. So, wie geht das wieder aus? Okay. Aufnahme abgebrochen. Nimm Kassette. Und zurück. Yeah, und was ich deutlich meinte, das ist das einzige Zimmer, was Fenster hat. Warum hat es Fenster? Kassette ist Kassettenabspielgerät. Benutze Kassettenabspielgerät. Bam! Bam! Mal besser wieder ausmachen, ehe noch einer kommt. Naja, jedenfalls haben wir jetzt den Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel können wir jederzeit im oder aus dem Verlies. Ja. Weiter geht's in der nächsten Folge, ne?